Freunde, Junge, ich grüße euch. Ich grüße euch aus Sachsenheim. Irgendwo zwischen Bittigheim, Bispingen und Pforzheim. Ein enges Kaff vom Allerfeinsten. Vorwärts bist du gar nicht hier reingekommen, weil vorne im Kreuzungsbereich, ich zeige euch das gerade mal, da wo der LKW jetzt runterkommt, da bin ich auch rückwärts runter, so wie der jetzt gerade hier. Ne? Und dann da rein. Ist jetzt nicht wild, aber eng. Ja, so ist das. Ja, Freunde, wir haben eine neue Woche. Wie gesagt, ich begrüße euch zur neuen Folge. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass im Moment so ein bisschen die Wochen gestreckt werden von mir. Hat den Hintergrund, dass ich habe so Schweinearbeit zu Hause zu leisten. Mit dem Haus und das alles drum und dran. Ich weiß, ich habe euch das versprochen, dass es immer zwei Teile gibt, jede Woche. Aber ich kriege das einfach nicht auf die Reihe. Und jetzt habe ich halt das Ganze so gemacht, wer es schon sich denken kann. Eine Woche filme ich, das teile ich auf zwei Wochen auf. Und dann, mache ich eine Woche mal nichts. Und das tut mir auch ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen, mal so ein kleines Zwischenpäuschen zu machen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich hoffe, der fällt mich jetzt nicht um, ich kann euch jetzt schon sagen, es wird definitiv wieder mehr kommen. Ja, definitiv. Ist jetzt sowieso ein bisschen Sommerloch, also daher fällt es ja nicht so schwer. Ne? Und beim Camping geht es jetzt auch erst im August wieder los. Also wer da Bock habt, guckt euch ein paar alte Folgen an oder so, aber bald geht's weiter. Also Freunde, ich lade jetzt hier mal ab, dann geht's runter nach Radolfzell mit sechs Kartons, wollte ich sagen, sechs Paletten und dann sehen wir mal weiter. Ich weiß zwar nicht, wo der jetzt hin will, aber ist okay. Bis später. Straße, dann biegen Sie die dritte Straße links ab. When I pushed you in a stroll, you were looking up, singing life like a church hymn. You are gonna find your place, child. Of that much I know, I'm sure. Keep on laughing at the rain, I guess. Isn't that the place to start? Someday you will be stronger than you are now, but you will not know everything. When the water's spilling over the bow, you'll still have me in the way. You gotta get up to get down, kid. Gotta get down to get up again. Gotta get up to get down, kid. Gotta get down to get up again. Wofür habe ich eine Klinke an?
Junge, das ist der Wahnsinn, ey. Freunde, was ein Tag, was ein verrückter Tag. Also, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Heute Morgen habt ihr gesehen, die erste Abladestelle. Was ein Loch, wirklich was ein Loch. Rückwärts reingefahren, okay, das ging noch alles. Aber zum Abladen war das für die Monteure, war das so scheiße, ne? Weil, ja, es sehr abfallend war, die Hofeinfahrt, und die mit dem Stapler da nicht so richtig klar kamen mit den schweren Teilen und so. Also das war nicht so wunderbar. Ja, dann bin ich nach dem 687. Gewitter, was ich heute miterlebt habe, in Radolfzell angekommen. Habe ich 7 Paletten habe ich da gehabt. Da fingen die auf einmal an doof zu machen, dass irgendwas mit dem Gewicht nicht stimmen würde und lauter so ein Gedöns. Und habe ich an der einen Rampe habe ich erstmal eine Stunde fast gestanden, dann ist eine eingefallen, ich soll an eine andere Rampe fahren. Da habe ich dann von den 7 Paletten abgeladen bekommen. Dann haben sie hinten angerufen, wo ich abgeladen habe, und haben Bescheid gesagt, dass die eine Palette vorne wieder ganz normal abgeladen werden sollte, weil es stand auch zur Diskussion, dass sie die Palette gar nicht annehmen. So, Heckmeck. Heckmeck ohne Ende. Ja, und wo es dann am besten lief, das war bei der Ladestelle da in Stockach, wo ich immer mal hinfahre. Und die sind immer super freundlich da, und es hätte noch immer gut gefallen da, ne, immer. Und ja, jetzt bin ich auf dem Heimweg, komme auch nach Hause. Ich denke, dass ich so gegen 7:30 abends zu Hause bin, es ist jetzt 5 Uhr. Und dann habe ich gleich eine Verkürzung in der ersten Nacht, weil ich morgen früh um 6:30 Papierabgabe habe in Donnersdorf bei dem großen K. Schauen wir mal. Ja. Ansonsten, wie gesagt, also das Wetter war heute total brutal, fand ich. Also, was das Gewitter runtergehauen hat heute, Wahnsinn. Aber hey, ich sage euch das immer wieder, das ist erst seitdem die E-Autos fahren. Ist so, ne? Ist so. Also Freunde, ich, wie gesagt, bin auf dem Weg nach Hause. Hab jetzt noch knapp 215 Kilometer. Und würde sagen, wünsche euch einen schönen Montagabend, einen schönen Feierabend, und wir sehen uns morgen früh in alter Frische wieder. Euch Mölli, euch ich. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ich grüße euch. Ich sehe gerade, die Speicherkarte ist gleich voll. Da muss ich mal wieder nachlegen. Was für eine verrückte Welt. Ja, Mensch, ich habe heute Morgen eigentlich um 7 Uhr Termin gehabt bei dem großen K. Da war ich pünktlich um 6.15 Uhr da. Hab mich angemeldet. Auf einmal sagt der von der Security, sagt, du hast 8 Uhr Termin. Sag ich, toll, ehrlich, ey, hätte ich eine Stunde länger schlafen können. Aber, ihr glaubt's nicht, ich bin schon um 6:30 reingefahren und konnte abladen. Also daher, alles gut, doch nicht umsonst. Hätte ich jetzt länger warten müssen, wäre es natürlich doof gewesen. Aber hey, was soll's. Ja, gestern Abend schön zu Hause gewesen, auch wenn es nur kurz war, die Pause zu Hause, weil ich verkürzen musste. Aber ihr wisst und ihr kennt meine Meinung, lieber zu Hause als irgendwo doof in der Pampa rumstehen. Ist einfach so. Und ja, jetzt kommt hier, stehe ich an der Rampe zum Abladen mit einem fremden Auflieger. Jetzt muss ich mal gleich erstmal auf Pause drücken. So, da bin ich wieder. Ja, man hat mir schnell die Papiere gebracht, weil man eine rauchen gehen will. Und aber abgeladen ist noch nicht, aber das macht ein anderer. Und wie gesagt, ich mache jetzt einen anderen Auflieger leer, den lade ich dann vor. Und ich habe gesagt, ich würde heute Gipskartonplatten fahren, mir ist das wurscht. Dann bin ich heute Abend wieder daheim. Das passt für mich, ne? Habe ich kein Problem mit. Ist zwar viel Arbeit, aber drauf viel Schissen. Ja, Freunde, das dazu. Ja, dann habe ich mal ein anderes Thema. Ich hoffe, die Speicherkarte hält so lange noch. Ich habe Post gekriegt. Ich habe Post gekriegt vom Regierungspräsidium aus Kassel. Man belangt mich mit 75 Euro, weil ich bei den PKWs geparkt habe. Ich weiß, da steht ein Schild, dass man als LKW da nicht durchfahren darf oder als Kraftfahrzeug über 3,5 Tonnen. Aber ihr wisst ja, wie die Parkplatzsituation generell ist. Wenn die Parkplätze voll sind, irgendwo musst du ja pennen. So. Und da ist jemand jetzt hergegangen, die haben das generell da oben in Kassel schon so ein bisschen geändert, dass da Betonpfeiler jetzt stehen, dass du mit dem großen Auto da in dem Innenring schon gar nicht mehr reinkommst, was ja auch vollkommen okay ist, wenn das so ist. Ja, aber da ist jemand rumgegangen, hat Bilder gemacht, ich habe denjenigen auch noch gesehen, ne? Grüße an dieser Stelle, echt eine super Leistung. Ich weiß nämlich nicht, ob das einfach nur einer ist, der schlechte Laune hatte, oder ob dementsprechend das jemand ist, der vom Regierungspräsidium geschickt worden ist, weil die Stadt Geld braucht oder so. Was ich allerdings nicht verstehe, weil unsere deutschen Raststätten sind ja eigentlich im Bundesbesitz. Das dazu. Ja, vielleicht sollten diejenigen, die sich daran ergötzen, LKWs zu fotografieren und anzuschwärzen bei der örtlichen Behörde, vielleicht mal drüber nachdenken, wo die ca. 80.000 LKW-Parkplätze sind, die fehlen in Deutschland. Ne? Schlafen wir da lieber auf der Autobahn, auf der Standspur, da stören wir auch keinen und dann ist das in Ordnung. Vielleicht ist ja von euch auch jemand aufgeschrieben worden, könnt ja mal in eurem Bekanntschaftskreis oder so rumhören, würde mich doch mal tierisch interessieren. Vielleicht ist es auch einfach nur einer gewesen, der unbedingt mich besonders lieb gehabt hat. Viele Grüße an die Stelle, drauf geschissen. Ne? Die 75 Euro habe ich auch noch. Also, denk mal drauf rum, ob das unbedingt sein muss. Aber hey, das ist Deutschland. Wir bezahlen und bezahlen und bezahlen. Und der Job, ne, der wird immer attraktiver. Sagen wir mal das Ganze dazu. Einfach ein Zusatzschild mal drunter hängen. Von bis, keine Zufahrt, ist alles okay. Und abends, wenn die Parkplätze alle voll sind, dann kann man da auch mal herfahren. Und, ne, da ist nichts kaputt gefahren auf dem äußeren Ring, nur auf dem inneren Ring. Wollte ich nur mal so sagen. Ich musste das einfach loswerden. Ich weiß, es gibt auch viele, die sagen, da darfst du nicht durchfahren, weil da ein Schild ist. Seid froh, wenn ihr ein Bett zu Hause habt und könnt schön schlafen. Das dazu. So, jetzt warten wir mal, bis wir abgeladen bekommen haben. Und dann sehen wir weiter. Ich melde mich bei euch. Bis später. Thank you.
da da pa pa shua pa 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 da da pa pa shua. Macht man nicht alles, um daheim zu sein. Isn't that the place to start? Someday you will be stronger than you are now. But you will not know everything. When the water's spilling on the ground, you'll still have me in the way. You gotta get up to get down again. You gotta get down to get up again. Ob es glaubt oder nicht, es ist 3:30 nachmittags. Ich habe jetzt schön Gipskartonplatten geladen. Es war eigentlich eine coole Ladung, weil es waren 24 Plattenpaletten, ne, die großen, und nur eine Europalette. Und je mehr Plattenpaletten sind, umso easier lässt sich's laden. Ja, das war ganz cool, wie gesagt. Man schwitzt sich trotzdem der Arsch ab dabei, ist halt einfach so, und ist schon körperlich recht anstrengend, aber wie gesagt, für mich ist halt immer der Vorteil, ich weiß, dass ich zu Hause bin, und das ist irgendwie im Moment so das, was ich mag, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir fahren so generell im Moment nicht so die Riesenstrecken irgendwie. Also gerade auch so der Thomas und ich, wir sind irgendwie so die Kirchturmspitzenfahrer. Keine Ahnung, die anderen, die fahren halt alle so ein bisschen weiter raus, und keine Ahnung. Es ist aber alles cool, es passt alles, und freudige Erwartung ist auch da. Aber das werdet ihr alles erfahren,
in kürzerer Zeit und ja, lasst euch überraschen. Ich war es auch. Also Freunde, ich würde sagen, wir beenden hier den Teil. Bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Vielen Dank für euer Verständnis hinsichtlich der Videos, so wie sie jetzt im Moment rauskommen. Und wer es noch nicht getan hat, würde ich mich tierisch über ein Abo, ein Like oder ein Kommentar oder sogar alle drei Sachen zusammen freuen. Und wer gerne sehen möchte, wie meine Frau und ich die Urlaube verbringen mit unserem Wohnwagen, guckt gerne auf dem zweiten Kanal vorbei, der da heißt Möllis Camping Diary. Würden wir uns tierisch freuen. Ich verbleibe mit unserem Wicked Peace, euer Mölli, und haut rein. Und zwar richtig, Freunde. Bis dahin, bleibt anständig. Wir sehen uns. Ciao, ciao.